So, hallo. Lang nicht mehr gesehen. Mein letztes Video war 2017. Nein, ich glaube, ich habe tatsächlich das Malta-Video 2018 hochgeladen, aber das waren auch nur irgendwelche Videos und das war auch nur fürs Gewissen. Hatte nichts mit Modellpferden zu tun, hat man auch gemerkt, dass es nicht ankam wie andere Videos. Aber darum soll es nicht gehen. Mein letztes Repaint-Update war Mitte 2017, das heißt, es gilt viel aufzuholen. Es kommt alles noch. Ich hatte jetzt einfach eine kleine Pause, gezwungenermaßen, weil unser alter Mac geupdatet wurde und die Dateien haben nicht mehr funktioniert, wie sie sollten. Das Bearbeitungsprogramm hat gar nicht mehr funktioniert. Ich konnte keine Fotos mehr hochladen. Er war einfach langsam und wollte absolut nicht das tun, was ich tun wollte. Dann war ich komplett demotiviert und dachte mir so, nee, das will ich mir nicht mehr antun. Dann war ich aber weiterhin recht aktiv auf Instagram. Also meine neuen Repaints hat man gesehen, wenn man sie wirklich sehen wollte. Aber ich meine, YouTube ist doch noch was anderes. Und YouTube habe ich eigentlich immer sehr geliebt. Und dann kam einfach dieser harte Cut, der jetzt doch recht lang angedauert hat. Jetzt ist ja schon Ende 2019. Das, okay, es ist 2 Jahre her. Ja, das SPL-Video kam vor 2 Jahren. Fast. Früher habe ich auch von jeder Live schon ein Video hochgeladen. Inzwischen nicht mehr, aber ich filme auch nicht mehr so viel auf Live-Shows, von daher. Ja, aber ich habe Videoideen und es wird wieder was kommen. Aber ich muss mal schauen, wie sich das alles vereinbaren lässt, ob ich die Technik wieder in den Griff bekomme. Ich habe jetzt wieder ein gescheites iMovie, habe mal drüber nachgedacht, mir ein besseres Videobearbeitungsprogramm zu holen. Aber andererseits will ich auch jetzt erstmal wieder reinkommen nach dieser Pause, weil das ist schon irgendwie was anderes. Und früher war ich voll drin und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich hier genau tue überhaupt und hoffe, dass es funktioniert, aber es scheint zu funktionieren. Ja, übrigens im Hintergrund ein Video, wo ich ausreite mit meiner Mutter und ich hatte die GoPro nicht auf meinem Helm, sondern an meiner Brust mit so einem Gurt und deswegen wackelt die manchmal ein bisschen komisch rum, aber irgendein cooles Hintergrundbild-Video braucht man natürlich auch mal. Aber man sollte eben auch einfach mal die guten alten Ausreitvideos wertschätzen. Denn sowas hat man ja auch nicht all die Tage. Und ich meine, alles ist besser als ein schwarzer Bildschirm. Und irgendwie meine Hände und ein paar Repaints im Hintergrund. Das, naja, für so ein Video bietet sich das dann doch eher an. Wo ich auch aus Versehen, also es sollten keine 10 Minuten werden, aber ich habe aus Versehen gefilmt, weil ich wieder draufgerückt habe und ich dachte, das Video wäre zu Ende, aber da hat das Video erst angefangen und jetzt kam es mir doch ganz recht, dass es da ist. Deswegen muss ich nicht extra irgendwas anderes filmen. Oder am Ende noch mich filmen, weil das will auch niemand. Ja, auf jeden Fall, was geht so ab? Ich studiere jetzt, glaube ich. Beziehungsweise morgen ist mein erster richtiger Tag. Letzte Woche war Orientierungswoche. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber so wie es aussieht, habe ich doch noch recht viel Zeit. Und ich hätte auch gerne mehr Motivation zu repainten. Wie gesagt, die Videoideen, die sind da und die waren immer da, aber ich konnte sie einfach nie durchsetzen, weil es nicht funktioniert hat und weil ich eben auch die Videos von meiner Kamera nicht auf dem PC bekommen habe. Weshalb ich auch die letzten 2 Jahre kaum überhaupt gefilmt habe. Aber es gibt auf jeden Fall Repaints zu zeigen. Es gibt vielleicht wieder mal ein Materialien-Update oder sowas oder vielleicht auch Tutorials, also je nachdem, wie motiviert ich bin. Aber ich will wieder reinkommen. Ich meine, das Hobby hat nie eine Pause gemacht. Dieses Jahr habe ich eben ein bisschen weniger repainted, obwohl ich eigentlich am meisten Zeit hatte, weil ich ja mein Abitur im Mai fertig hatte und seitdem eigentlich nichts getan habe bis vor einer Woche, außer ich war ständig im Urlaub die ganze Zeit, aber ich habe sogar im Urlaub repainted. Und jetzt in 2 Wochen ist die Live-Show Donautal. Da wird dann auch hingefahren. Und dann gibt es vielleicht noch mehr Motivation, wenn ich wieder auf eine Live-Show komme und wieder Leute treffe. Und es ist wunderschön. Ich meine, ich hätte auf jeden Fall auch mal wieder Bock auf so Fragen-Antwort-Sachen. Oder irgendwelche Themen, das hatte ich damals, glaube ich, vor, als ich irgendwie dieses Video, dieses Meinungsvideos-Video hochgeladen hatte, wo ich nach Vorschlägen gefragt habe, was ich letzten Endes nie gemacht habe.
aber ich habe ein Mikrofon und es war nur immer die Frage, was ich da im Hintergrund mache, weil ich meine, Zeichen-YouTuber zeichnen was? Die coolen Gaming-YouTuber spielen irgendwas im Hintergrund und ich meine, ich habe hier gerade ein Ausreitvideo, aber das kann ja auch nicht für immer so bleiben. Von daher am Schluss gibt es einfach so ein Let's Repaint, wo ich mich 4 Stunden lang bei Repainten filme. Letzten Endes doch nichts sage wie in meinen Streams, wo ich immer, wenn ich irgendwie konzentriert war, einfach vor mich hingeschwiegen habe. Weil da ist das Reden auch gar nicht so einfach, aber man kann sich's ja irgendwie antrainieren. Ein bisschen mit sich selbst reden hat auch noch nie jemandem geschadet. Und es schien euch ja auch damals auch zu interessieren. Und ich werde jetzt ein ganz krasser Influencer, man kennt mich ja. Ich war schon immer ganz oben dabei. Spaß. Aber auf jeden Fall habe ich Bock. Das habe ich zwar schon mal gesagt, aber ich sag's jetzt nochmal. Einfach um die ganze Nachricht nochmal festzustellen. Ja, Deutsch. Man merkt, das Abitur ist lange her. Man merkt, die Deutschkenntnisse, die haben auch nachgelassen. Aber ja, okay, was man noch sagen könnte, ja, ich studiere jetzt Medienwissenschaften, Philosophie. Philosophie, ganz tolles Fach. Aber ja, es war tatsächlich ein bisschen, um eben Zeit irgendwie doch sinnvoll zu verbringen und weil ich die Bildung vermisst habe. Aber ich habe allein 2 Tage in der Woche, also Montag, Mittwoch muss ich nicht hin, Sonntag sowieso nicht, Samstag nur 4-mal im Jahr, im Halbjahr. Deswegen sehe ich da doch noch recht viel Freizeit. Ich hoffe, ich denke da jetzt nicht zu blauäugig, aber ich denke schon, dass ich jemand bin, der das dann doch alles unter einen Hut bekommt, weil andere haben auch irgendwelche Sachen, die sie nebenbei machen können. Und ich habe halt jetzt repainted und jetzt kann ich repainten und wieder irgendwelche Videos machen, die scheinbar doch ein paar Leute interessieren, was wirklich schön ist. Und deswegen habe ich jetzt einfach 7 Minuten irgendwas geredet. Und jetzt wird gleich galoppiert. Oh, da sieht man's. Dann schauen wir uns das einfach mal an. Nein, Spaß, aber das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Jetzt lass uns das einfach mit dem Galopp ausklingen und dann werden es doch keine 10 Minuten. Aber Frage-Antwort-Videos, Repaint-Updates, Meinungsvideos vielleicht, Live-Show-Videos. Es wird alles wiederkommen. Nur Serien werden nicht kommen. Sowas habe ich nie gemacht, habe ich nie angefangen, würde ich auch nie machen. Bin ich, glaube ich, zu unkreativ dafür, aber dafür gibt es ja auch die gute alte Sophie, die euch mit sowas versorgen kann. Ich bleib dann doch eher bei den Repaints und zeige euch da ein bisschen Sachen, die euch hoffentlich interessieren. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Bis bald.